Es ist Mittwochmorgen und es ist wieder mal Zeit für Rising Cities hier auf unserem Fettspielen YouTube Channel. Ich bin Tim und ich bin am großen Umbau. Wie ihr schon seht, hier sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa. Also wir werden einfach mal ganz easy anfangen. Hier alles drücken, was wir drücken können. Hier die Ziegeln, das kann ich auf jeden Fall gleich mal starten wieder, weil davon brauche ich mehrere. So, sehr schön, dann geht's mal richtig voran hier. Oh meine Güte. Ja, wie ihr wisst, habe ich ja im letzten Let's Play schon angefangen, ein wenig umzubauen. Und zwar habe ich damit begonnen, alles mal nach oben zu bringen. Das heißt, meine ganzen Sträucher und Bäume und Dekorationen quasi hier hochzustellen, um später ein bisschen mehr Platz zu haben. So. Wie ihr hört, vielleicht hört ihr es, meine Kollegen singen draußen. Es könnte sein, dass ich gleich vielleicht mit einem Messer rauslaufe und sie einzeln zerhacke. Ja, genau. So. Dann machen wir hier weiter, nehmen die Balken. Hier unten hat es gebrannt, wie ihr seht. Jetzt fängt noch jemand an zu bohren in der Nähe. Das ist natürlich super. Warum nicht? So, hier lassen wir noch ein paar Kapitalisten einziehen, damit wir auch mehr Geld machen. Obwohl ich eigentlich schon schöne 10.452 auf meinem Konto habe, was eigentlich ganz nett ist. So, und jetzt geht's weiter hier. Wir machen das Sägewerk. Jawohl, da starten wir ein bisschen mit der Holzproduktion. Hier machen wir noch mehr Holz. Hier unten Karotten. Nee, Karotten brauche ich langsam nicht mehr, oder? Wir machen Tomaten. Davon habe ich eh nie genug. Jetzt schauen wir mal auf dem Festplatz, was hier so Sache ist. Wir können hier liefern. Was? Wie viel Tomaten? 500? Ja, klar. Boah, ich hack's doch. Das kriegt ihr nicht von mir. Hier unten die Brötchen, das können wir natürlich noch nicht machen, weil wir noch keine Brötchen haben. Ich weiß auch noch gar nicht, wie man Brötchen bekommt. Das werden wir dann einfach später klären. So, als nächstes gehen wir mal ins Freundschaftsmenü und gucken, was wir für neue Freundschaftsanfragen haben. Und zwar haben wir hier von Shelle99 eine neue Anfrage. Du bist natürlich auch mit dabei. Dann von Espardo. Hallo Espardo, du bist hier auch mit unseren Freunden. Dann Borussia1968, du gehörst jetzt auch zu unseren Freunden. Dann als nächstes Ben99, Servus. Dann haben wir hier noch Lolliglol. Ja, sehr schöner Name. Und der Azad99, Servus. Du gehörst jetzt auch zu unseren Freunden dazu. So, als nächstes gehen wir ins Nachrichtenmenü und schauen mal, was hier so am Start ist. Hier, Lara Fun schreibt, hey, du bist cool. Hey, Movistar Planet, ah ja, okay, aber ich wollte sagen, du bist der beste Let's Player ever. Hey, ich danke dir. Ich glaube, ich sollte dieses Movistar Planet echt mal zocken. Alles klar, schauen wir mal. Okay, spielst du World of Warcraft? Ich schon. Kannst du ein Let's Play My Free Zoo machen? Auf Server 4. Wo ist denn mein schlauer Zettel? Das ist nicht mein schlauer Zettel. Hier ist mein schlauer Zettel. So, schlauer Zettel sagt My Free Zoo. Oh mein Gott. Auf Server 4. Ja, da werde ich dann mal da an den Start kommen. Ne? Ich hoffe, du schickst mir dann auch eine Freundschaftsanfrage. Naja, du bist der Beste. Alles klar, danke dir, danke dir. So, als nächstes haben wir hier noch. Hi, von Azad99. Du bist gut im Spielen. Ich habe deine Videos in YouTube gesehen. Respekt, danke dir. Dann Beschwerde. Hi, ich heiße Alexander, meine Schwester Lina. Ich würde unter ihrem Namen eingeloggt. Okay. Dann Oki Master, yeah, Level 12, cool. Ja, stimmt, ich bin ja, ich habe ja abgelevelt quasi. Dann trinke ich mit dir einen Schluck Kaffee drauf. Ich weiß nicht, ob du schon Kaffee trinkst. Ich zumindest ja, eine ganze Menge am Tag. Mhm. Und dann haben wir hier noch Sarius Bäckerei. Du musst die kleine Bäckerei bauen, damit die Brötchenstube mit Brötchen beliefern kannst. Die kleine Bäckerei brauchst du aber später für Pizzateig und Donuts. Heilige Scheiße. So weit bin ich ja noch gar nicht. Okay, alles klar. Dann sammeln wir noch ein bisschen Kohle ein hier, damit was geht. So, und ich habe mich die ganze Zeit davor gedrückt. Oh, jetzt guck mal, ich muss schon wieder Zeug abreißen. Ich glaube, mir fliegt noch irgendwann das Blech weg. Ja, dann, ich meine, fangen wir erstmal wieder an, ne, mit meiner Lieblingsbeschäftigung, Sachen abreißen. Ich meine, da bin ich ja extrem gut drin, wie ihr schon wisst. Und dann machen wir hier die Fundamentsansicht. Dann können wir, wo können wir denn noch was abreißen? Hier, zack. Da, zack. 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 Aber mir wurde ja gesagt, das Abreißen ist ja auch gar nicht so dumm, weil ich ja Materialien dadurch generiere. Ich werde da mal schauen. Ja, dann werden wir das halt einfach durchziehen. Wir können ja eh nichts dran ändern, oder? Das Gestrüpp wächst noch, da muss man es abhocken. Was soll ich sonst machen? Die Bäume müssen weg.
Hier, die Natur geht mir auf den Sack. So, schön alles weg hier. Guckt euch das an, wie viel da wieder nachwächst. Das kostet mein ganzes Geld. Ich glaube, ich kriege die Krise. So, hier auch, hier auch, hier auch, hier auch. Guckt euch an, wie viel das ist. Das ist echt unfassbar. So, ein paar Tomaten machen wir noch fertig. Ja, 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 sehr schön. Das ist auch lustig, oder? Jetzt konnte ich hier im Fundament die Sachen... Ah, jetzt kann ich die Sachen hier rauspoppen lassen, die mich interessieren. Das ist doch auch mal super, oder? So, jetzt schauen wir uns erstmal das Straßensystem an, wie wir das Ganze an den Start bringen. Ich glaube ja, so, jetzt machen wir nochmal die... Okay, wir lassen mal die Fundamentsansicht. In der werde ich jetzt eh ein wenig arbeiten müssen. So, sehr schön. Da können wir alles mal abreißen hier. Hier unten auch. Hier können wir auch noch was abreißen. Hier auch, hier auch. Aha, sehr schön, sehr schön. Hier können wir auch, hier auch. Und lasst mich raten, hier in einer Sekunde auch. Komm her. Zack, bist auch erlöst. So, jetzt schauen wir mal, wie wir unsere Stadt neu organisieren. Und zwar haben wir ja hier die normale Ansicht. Jetzt müssen wir nochmal ein bisschen verlagern. Ich muss das nochmal verstehen, welche Gebäude was brauchen. Verfügbar Ausbaustufe 3, was braucht es ab? Ausbaustufe, welche Häuser haben wir denn hier? Die normalen, was brauchen denn die eigentlich? Sind das nicht die Standardhäuser? Lasst mich mal gucken. Aha. So, das sind die kleinen Fertighäuser, ne? Und was brauchen die, wenn die höchste Ausbaustufe haben? Die brauchen auf jeden Fall einen Gemüseladen. So, jetzt würde ich sagen, wir schnappen uns mal alle großen Häuser. So. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wo haben wir denn noch eins? Hier. Hier haben wir auch noch eins. Hier haben wir auch noch eins. So, sind das schon alle? Das sind schon alle. Sehr gut. So, ich würde sagen, die kommen in den Stadtkern. Hier, das wollte ich eh schon mal verschieben die ganze Zeit. So, da vibriert mein Handy, das ist auch nicht schlecht. So, jetzt hat gar nichts mehr Anbindung an die Straßen, ja. Müssen wir wohl wieder hier ranmachen, ne? Juhu! So, jetzt schauen wir mal, wie wir das machen. Ich würde sagen, das stellen wir erstmal hier hoch. Der Gemüseladen, der kommt auch erstmal hier hin. Das stellen wir hier runter. Was braucht dieses hier, genau? So, was ist das? Das kommt hier hin. Das ist ja ein richtig... Das gibt ein richtig schönes Chaos, hä? Hier bei Tims Let's Play Rising Cities bleibt kein Stein auf dem anderen. So sieht's aus. Das war der Plan, so wird's gemacht. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier verändern können, indem wir das endlich mal gescheit ausbauen hier. Das Kraftwerk können wir auch hier hinstellen. Ja, da geht's Energieniveau an. Ja, das sollte man vielleicht hier an die Straßen stellen, ne? Sonst geht es nämlich ganz in den Keller. So, jetzt schauen wir mal, ja, da kann ich jetzt auch nichts machen, ich weiß. Ist die Feuerwache in der Nähe? Ja, warte mal, die müssen wir vielleicht... Ja, ja. Halt, 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 halt. Wir müssen die Feuerwache umstellen, sonst klappt das alles nicht. Trolliger Mist, jetzt kann ich das natürlich nicht machen. Ja, ja, ist klar. Hahaha. Ha, ha. Okay, jetzt schauen wir mal in die Fundamentsansicht. Aha, wo haben wir denn einen Laden? So, ja gut. Es wird jetzt halt ein bisschen Verluste geben hier in der Stadt. Können wir jetzt auch nichts daran erinnern. Jetzt hat sich hier in der kurzen Zeit schon was aufgebaut. Ich glaube, ich krieg Enrage. Echt. Es ist langsam genug hier. Ich habe jetzt extra freie Fläche geschaffen. So. Jetzt verschieben wir das nochmal hier. Ja, super. Echt. Also dieser Baum da oben, der kotzt mich ja dermaßen an. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dieser Baum, ja, ich weiß, den müssen wir jetzt wegmachen. Und wisst ihr, wie ich den wegmache? Der geht mir echt auf den Sack. Was kostet es? 3 Metro Money. Boom, weg bist du, echt. Manchmal muss man unnötig Geld ausgeben, um den Mist wegzumachen. Wirklich, echt. So, dann haben wir jetzt, bauen wir noch ein Stück Straße. Na, dann nehmen wir doch hier dieses. Aha, auswählen. Sehr schön. Baust du dich auch irgendwann? So, hier, hier und hier. Kostet mich ein paar Credits, das ist aber nicht so schlimm. So, jetzt schauen wir mal. Wenn wir die hier ins All... Jetzt schnappen wir uns erstmal die Häuser, die da in die Umgebung müssen. Na, das ist dieses hier. Das ist dieses hier. Dieses.
Dieses passt eigentlich wunderschön da rein, ne? So, dann müssen wir das noch machen. Das. So, guckt euch das an. Das sieht ziemlich gut aus, so in diesem Muster. Ah, das reicht da nicht ganz nach oben. Warum sollte ich eigentlich. Genau, ich könnte ja eigentlich das auch nach unten versetzen. Dann kriege ich aber nicht alle mit. Deswegen müssen wir das so machen, dass wir hier, so, genau. Und jetzt schauen wir mal, was braucht noch die normalen Ressourcen. Dazu müssen wir wieder in diese Ansicht gehen. Schauen mal hier drauf. Aha. Ja, komm, jetzt zeigt mir doch mal was an hier. Was ist mit euch, Jungs? Ihr braucht Gemüseläden und später, was brauchen die später noch in der Ausbaustufe? Was sind denn das dann? Die großen Häuser, ne? Hier, die hier. Was brauchen die dann? Start. Hier, lass mal gucken. Ne, es muss da eins geben, das schon ein bisschen größer ausgebaut ist, oder? Geräumiges Architektenhaus. Luxus-Architektenhaus, genau das meine ich. Gut, das braucht dann noch die Pommesbude. Genau. Dann machen wir das doch so. Dann stellen wir jetzt hier die Architektenhäuser hin. Wo haben wir die? Das sind diese hier. Genau, Achtung. Die schnappen wir uns jetzt. Zack, verschieben. Architektenhäuser. Das sind diese hier, genau. Ah, so. Zack. Dann nehmen wir eine Pommesbude. Oh, halt, halt, halt. Hier haben wir noch so eins. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Das können wir auch noch hier oben hinstellen, weil das zählt ja dazu. Dann nehmen wir eine Pommesbude. Die stellen wir hier hin. Genau. Und jetzt bauen wir Architektenhäuser wieder. Wo haben wir sie? Hier, das sind die. Oh ne, das sind die nicht. Aha, die hier sind das. Genau. Zack. Aha, haben wir noch ein. Was ist das hier denn eigentlich? Ist das noch so ein normales Haus? Ist das noch ein normales Haus, das nicht ausgebaut ist? Egal, wir holen uns erstmal die ganzen Architektenbuden. Das ist auch noch eine Architektenbude? Ne, ist keine. Wo haben wir sie denn, die Architektenbuden? Hm, wo seid ihr? Müssen wir doch mal vorher immer gucken, oder? Hier. Ah, geräumig. Was ist das hier? Aha, wartet mal. Das muss ich mal kurz kontrollieren. Nicht, dass ich hier auch noch. Geräumiges Vorstadthäuschen. Ist das das erste? Kleines, fertiges Vorstadthäuschen. Was brauchen die eigentlich? Was verlangen die? Oh, die verlangen eigentlich auch nur den Gemüseladen, ne? Aha, dann müssen wir das doch ein bisschen anders machen. Dann nehmen wir das nochmal hier weg. Das Architektenhaus. Ja, das muss leider nochmal räumen gegen die Vorstadthäuschen, ne? Das sind nämlich diese hier. Sind das die? Sorry, wenn ich immer ein bisschen näher klicke, aber ich will es jetzt einmal richtig machen. Wo ist das Vorstadthäuschen? Genau. Und die haben nämlich den Bedarf auch nur nach dem Gemüseladen. Schnappen wir uns das hier, zack, und die kommen auch hier hin. Nee, fuck! Sorry fürs Fluchen. Hier, zack. 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 Und haben wir noch eins? Komm, da muss doch noch eins sein hier irgendwo. Da ist noch eins. So, sehr schön, sehr schön. Warum habe ich eigentlich hier eine Lücke gelassen, frage ich mich gerade. Jetzt müssen wir mal gucken hier, warum ich da eine Lücke gelassen habe. Jetzt schauen wir mal an, wie sich das mit dem Bedarf so deckt hier. Kriegen die das ab? Aha, jetzt schauen wir mal hier. Jetzt gibt es hier erstmal ordentlich Moneten. Hier haben wir was fertig gemacht. Das müssen wir mal einsammeln. Jetzt gehen wir hier nochmal drauf. Die haben jetzt gerade gar keinen Bedarf. Verfügbar auf Ausbaustufe 2. Ja, klar, dann ist das Gemüseladen, aber der ist ja nicht in der Reichweite, ne? Das reicht ja bei weitem nicht. Deswegen muss der andere Gemüseladen auch hier hin. Das heißt, wir nehmen dieses Ding hier, packen uns noch einen Gemüseshop, stellen den hier hin. Genau, jetzt lasst mal schauen, warum habe ich das nicht darüber versetzt? Ist jetzt die Frage, die ich mir stelle ein wenig. So ist das ja keine gute Bauweise. Das heißt, ich hätte auch so bauen können. So und so und so. Dann habe ich in der Mitte sogar noch Platz für ein weiteres Gebäude. Und in der Mitte könnte ich quasi, da hätte ich auch die Pommesbude hinstellen können, ne? Aber die macht ja da nicht sonderlich viel Sinn, finde ich. Weil die ja nicht den Bedarf nach den Pommesbuden haben.
Das heißt, wir stellen in die Mitte den Skatepark. Das ist ziemlich geil. So, und jetzt bauen wir Straßen. Aha, ne, wir schnappen uns erstmal ein paar Straßen, ne, würde ich sagen, oder? Ne, wir bauen welche, das hilft ja alles nichts. So, da gehen wir hier hin, unser Bautool, schnappen uns hier die Straße, platzieren, 36 Stück kann ich noch bauen. Jetzt nehme ich mir aber die Fundamentsansicht. Ich hoffe, das reicht, ey. Ja, gut, super. So, sehr schön, guckt euch das an. Das ist ja, das, also ich würde sagen, das ist in Ordnung so. So, schön. Mit einem Skatepark in der Mitte. Also das ist doch wirklich top, oder? So, jetzt gucken wir mal, dass mal. So, jetzt haben wir das erledigt. Das sieht schon mal sehr gut aus, würde ich sagen. Oder? Was meint ihr? Jetzt müsste überall der Bedarf auch gedeckt sein. Ja, vor allem wenn wir die ausbauen, die Hütten hier. Das können wir mal direkt an den Start bringen hier. Die sind alle nämlich ausbaubar. Ja. Alle ausbauen. Schön. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das gefällt mir. Jetzt kommen wir mal hier rein. Maximaler Ausbau erreicht. Bedarf auch. Das ist super. Das ist echt, echt gut, hey. So sollte das aussehen hier bei mir in Rising Cities. So, dann gehen wir mal schön rein. Da müssen wir auch nochmal ein bisschen Holz nachproduzieren. Damit wir da auch nie, damit uns das auch nie ausgeht, ne? So, jetzt schauen wir weiter. Jetzt bauen wir mal wieder, jetzt würde ich sagen, sortieren wir mal wieder neu. Das heißt, wir schnappen uns als. Oh, hier haben wir noch so ein Häuschen, ne? Das war klar, dass wir noch so eins haben werden. Ja, wir haben noch mehr von denen. Deswegen müssen wir da jetzt noch ein wenig, umbauen. Das ist noch lange nicht abgeschlossen. Nur das erste Wohngebiet ist fertig, wie ihr sehen könnt. Das ist nur der Anfang, sozusagen. Wir haben ja auch irgendwo unnötige Wege. Dieses zum Beispiel, den würde ich gerne da oben hinsetzen, ne? So sieht das schon viel besser aus. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen für hier heute Schluss. Und beim nächsten Let's Play kümmere ich mich dann um die nächsten Häuser. Und dann wird es weitergehen mit der Auferstehung oder Neugestaltung von meiner Rising City Stadt. Ich würde sagen, ich bin Tim und ich bin raus für heute.